Dieses Spiel könnte man natürlich unendlich weiter treiben, aber das wäre langweilig. Deshalb machen wir jetzt mal weiter damit, dass wir ja etwas sehen wollen, und zwar unsere Textur, beziehungsweise das Kamerabild, das unsere Textur in diesem Fall ist. Dazu gibt es die Funktion Text2D. Die erwartet als Parameter einmal unseren Sampler mit der Textur und außerdem die Texturkoordinate. Texturkoordinate haben wir ja hier. Und dann sieht das Ganze so aus. Rückgabewert ist auch wieder RGBA, unsere Farbe. So, und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir das ganz normale Bild, das sonst auch gerendert werden sollte. Mit 0 drücken kann ich mich bewegen. Und ja, hier sieht man dann mein Modell. Als nächsten Schritt könnte man jetzt zum Beispiel das Bild viermal anzeigen lassen. Das heißt, wenn ich jetzt hier statt Clamp, oder ich lasse mal erstmal Clamp, das heißt, dass ich jetzt einfach meine Texturkoordinate, die ja zwischen 0 und 1 liegt, verdoppel, dann ist die dort, wo sie eigentlich 1 sein sollte, ist dann 2. Die Texturkoordinate besteht auch übrigens aus zwei Werten, und zwar UV oder auch wieder XY oder RG oder wie auch immer. Jedenfalls ist sie dann dort 2, wo sie eigentlich 1 sein sollte, und das eigentliche Bild geht dann nur bis zur Hälfte des Bildes, und das sieht man jetzt. So, wenn ich mich jetzt bewege, dann sieht man, dass sich das darauf beschränkt. Und hier sieht man jetzt sehr schön, wie die Pixel wiederholt werden. Durch das Clamp, das dort steht. Im Code. Wenn ich das jetzt mit einem Web ersetze, dann wiederholt sich nicht mehr der Pixel, sondern wiederholt sich das gesamte Bild. Hier sehen wir jetzt viermal das Haus. Alternativ gibt es noch Mirror, das, wie der Name ja schon sagt, einfach spiegelt. Das sieht man jetzt hier. Viermal das gleiche Bild gespiegelt. Allerdings. So, jetzt wollen wir das Ganze auf Web setzen. Und nochmal. Da die Texturkoordinaten jetzt ja so liegen, dass sie einmal in X-Richtung und auch in Y-Richtung unten 2 sind, und wir jetzt aber das Bild einfach nur teilen wollen und links einmal das gleiche haben wollen wie rechts und aber unten keine zwei weiteren Bilder, müssen wir nur eine Texturkoordinate anpassen, verändern, verdoppeln. Das heißt, wir können ja einfach schreiben float 2, das heißt, wir mit Klammer auf, Klammer zu, das heißt, dass wir jetzt hier einen Vektor definieren, einen neuen Vektor haben, mit zwei Elementen, genauso wie die Texturkoordinaten auch. Und zwar ist der erste die X-Richtung 2.0 und als nächstes dann 1.0, weil der sich nicht verändern soll. Wenn ich das Ganze jetzt wieder speichere und ausführe, dann sehen wir unser Haus zweimal so. Etwas gestreckt, aber es funktioniert. Als nächsten Schritt machen wir uns dann jetzt einfach mal einen einfachen Monochrom-Effekt. Dazu nehme ich jetzt hier diese Multiplikation wieder raus, weil wir wieder das gesamte Bild nur einmal sehen wollen. Ein Monochrom-Effekt heißt natürlich, dass das Ganze schwarz-weiß wird. Und ja, das Einfachste dazu ist natürlich, den Mittelwert zu bilden zwischen den Farben. Das heißt, wir machen einfach Color R plus Color.G plus Color.B, und das Ganze wird dann eingeklammert, und da es ja drei Werte sind, Mittelwertbildung durch 3. Das Ganze wird dann einfach zurückgegeben als Farbe und auch automatisch
zu einem vierdimensionalen Vektor. Was in diesem Fall kein Problem darstellt. Andernfalls könnte, wenn wir jetzt einen Alpha-Kanal beachten würden, beim Rendern später, dann könnte das so problematisch sein. So ist es ganz unproblematisch und einfach. Und wir müssen jetzt genau ein ein Bild in Graustufen sehen. So, als nächsten Schritt kann man dann, wie ich eben schon meinte, schwarz-weiß aus dem Monochrom-Effekt einen Schwarz-Weiß-Effekt machen. Da könnte man sich zum Beispiel überlegen, als Lösung dafür, um das zu realisieren, ein einfaches If, auch wenn Ifs in Shadern immer so eine Sache sind, solange man es nicht übertreibt und weiß, was man macht, kann man das ganz gut machen. Dann ist es jedenfalls erlaubt. Wir haben jetzt hier unseren Mittelwert, den dafür richte ich mal einfach eine extra Variable ein. Mittelwert gleich dieser hier. If Mittelwert, also wenn der Mittelwert größer als 0,5 ist, dann ist Color gleich 1, also weiß, und sonst ist Color gleich 0. Und Color wird dann natürlich zurückgegeben wieder. So, und jetzt haben wir schon einen ersten Schwarz-Weiß-Effekt. Wie man sieht, ist meine 0,5 wohl etwas zu gering gewählt. Ne, zu hoch gewählt. Weil wir zu wenig weiß haben. Das Ganze ist einfach zu dunkel, das Haus. Und jetzt könnte man entweder diesen Wert hier ändern, auf 0,3, sage ich mal. Ups. Dann sieht man schon, müsste man schon deutlich mehr weiß haben. Ja. Hier ist es sogar schon ziemlich heftig viel weiß auf der beleuchteten Seite. Und hier ist es, hält es sich natürlich im Ganzen. Aber so ist das, denke ich, schon deutlich besser. Alternativ könnte man natürlich auch... Naja, ich lösche das jetzt einfach mal alles. Und jetzt hängen wir einfach nur das Bild auf. Das heißt, wir multiplizieren die Farbe einfach mal mit 1,5. Das heißt, dass jetzt die Farben, die sonst 1 sind, richtig hell sind und beziehungsweise 1 bleiben. Eigentlich 1,5 sind, aber dann nur bis 1 angezeigt werden kann. Bleiben sie weiß und alle anderen werden heller. Um den Faktor 1,5. So ist das Ganze natürlich schon etwas heller.